Moin Leute, willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt wieder hier unterwegs bei dem God of War Spiel. Moment. Und genau, und ja, bei der letzten Ausgabe war es ja so, dass wir in dem Tempel waren und uns das Licht abgeholt haben, das wir ja für den Berg, für die Asche brauchen. Jetzt sind wir aus dem Tempel wieder draußen. Wir hatten halt noch mal ein paar Internetprobleme und konnten das auch nicht so per Videosequenz festhalten. Wir müssen ja jetzt wieder den Weg zurückfinden in die andere Welt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist hier ein katastrophaler Irrgarten hier. Ich habe keine Ahnung, wohin und was ich machen soll. Auf jeden Fall habe ich Wir schon mal stehen jetzt ein. schon eine Weile hier. Ja, wir sind eine Weile hier, Junge, aber ich muss auch den richtigen Weg finden. Also der richtige Weg war ja eigentlich genau, das war, da haben wir hier diese Brücke gebaut und haben hier den blauen Stein gefunden, den ich aber jetzt hier wieder abmontieren will, weil ich mir das noch anschauen möchte, was ich da drüben noch mitnehmen kann, bevor wir hier den Weg zurückgehen sozusagen, weil das nervt mich ja schon hier irgendwie jetzt. Und ja, also mit diesem Stein. Den kann man auch noch irgendwie an verschiedenen anderen Stellen einsetzen und da werde ich mal gucken, wo und was. Ja, und jetzt, wie geht die Tür auf? Ja, das meinte ich nämlich. Wieso? Hallo? Den Stein will ich mitnehmen. Das geht hier irgendwie gar nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier entweder. Sehr auch witzig. Also, ich dachte, ich könnte den Stein hier. Okay, gut. Das können wir hier vergessen an der Stelle. Das habt ihr ja gerade selber gesehen. Gut, dann nehmen wir unseren Stein wieder mit. Nein, du Mann, den Stein sollst du mitnehmen. Na gut. Also, hier hätte man ihn mal, hier hätte ihn, oder? Ja, was ist denn das? Ach, jetzt sind wir hier wieder. Oh Gott, ey, das ist ein Irrgarten hier. Also, Stein wieder mitnehmen. Und da gibt es noch einen Weg, den man einschneiden kann, bevor man sozusagen ja irgendwie die Heimreise antritt, weil dann können wir uns ja oben an diesem Kompass orientieren. Genau, das ist damit gemeint. Da wollte ich eigentlich hin. Da kann man den Stein ja auch noch mal einsetzen. Jetzt ist halt die Frage, Können wir weitergehen? nee, ich schieß jetzt mal raus. Aha, okay, und jetzt? Aha, okay. Da vorne sind die Buchstaben. Beta. Vielleicht sollten wir das auch alles irgendwie öffnen kann man es nicht. Bin ich mal gespannt. Moment. Im Buchstaben sehe ich. Oh nee. Ach, das geht hier alles per Zeit. Na super. Müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier überhaupt finden. Jetzt haben wir hier noch nicht mal getroffen. Den haben wir ja auch nicht. F haben wir aber hier, oder?
Ja, genau, F haben wir da. Aber was haben wir hier jetzt? Das ist ja der Hammer. Okay, das können wir hier lassen. Das F ist stehen geblieben. Also das F ist jetzt die Frage, was wir jetzt hier haben. Oh mein Junge, triff doch mal. Scheiße. Ist halt die Frage, ob wir irgendeinen Buchstaben hier haben. Fangen wir jetzt hier an. R. Haben wir das R da? Nee, das haben wir auch nicht. Das ist ja der Hammer, ey. Also, unten das F, das unten links das F, das ist auf jeden Fall da. Dann dieses B und das E. Wo haben wir das? Oder was? Da ist es doch. Das eine F ist aber stehen geblieben. Okay. Wollen wir mal herausfinden, was wir hier noch haben. Ach, wir haben ja hier auch noch eins. Oh, was machst du denn da, ich Idiot? Ja, ist ja egal, das schaffen wir ja eh nicht. Ah, da hätten wir schon mal das. Das heißt, das B müsste hier sein. Das B müsste hier sein. Mir das R. Ne, das brauchen wir ja gar nicht. Das brauchen wir. Nein! Unfassbar, das schaffen wir doch nie im Leben. Das schaffen wir doch nie im Leben hier, Leute. Das schaffen wir doch nie im Leben. Am Arsch, ey.
Okay, das B ist geblieben. Warum hat er jetzt das F gesprungen? Hey, das ist doch nervig, oder? Das ist doch ein Stück nervig, oder sehe ich das falsch? Ja, nicht so, dass ich nicht weiß, wie es geht, aber... So, jetzt hätten wir das... So, wo ist das andere? Nein, kein... Nein! Nein, der hat alles wieder resettet auf N. Verdammte Scheiße, ey. Ey, ich dreh durch. Ey, das... Irgendwie, das ist das, was mich hier an diesem Spiel nervt, ja. Diese... Der hat alles wieder zurückresettet. Ja, leck mich am Arsch, Mann. Schmeiß doch mal deine scheiß Axt dahin. Okay, da ist es geblieben, da ist es geblieben. F ist geblieben und das E ist geblieben. Sehr gut. Das heißt jetzt nur noch die beiden. Okay, das heißt, wir hätten dort das F und wir hätten dort das... Das heißt, wir brauchen das B und das andere F. Bin ich mal gespannt. Nur noch du. Mach mir keine Probleme. Na also. Ich hab gedacht, ich müsste nochmal zur Tür hinrennen, du. Oh, ging mir das gerade wieder auf den Keks. Schuppen, Runen, Schulterpanzer. Ja, Ausrüstung. Klar, der ist ja viel besser als die anderen Sachen. Also beinahe hätte es ja aufgegeben, ja. Beinahe ging mir das schon so auf die Nerven. Aber es muss ja so sein. Anders geht's ja nicht. So. Schraub das mal ab hier. So, jetzt können wir hier wieder im langsamen Schritt hier weiterlaufen. Und wo gehen wir jetzt hin? Zu deiner Oma, wo denn sonst? Du stellst dir viele Fragen, das gibt's überhaupt nicht. Wir müssen halt auf jeden Fall hier raus. Ja, und ich habe auch jetzt auch keine andere Alternative hier gefunden, deswegen machen wir jetzt hier, bauen wir das hier wieder rein. Und das wäre dann der Weg
Das im Dunkeln ist ja hier auch irgendwie blöde. Ach so. Muss ja erstmal da drauf schießen. Junge, worauf wartest du denn? Kann ja auch mal was ohne mich machen. Bloß raus hier aus diesem Biergarten, ey. So, und das ist hier auch so eine Stelle, die eigentlich traurig ist, dass wir sie so verlassen, weil wir dieses N hier nicht gefunden haben. C, R haben wir gefunden, N haben wir nicht gefunden. Wo ist dieses verdammte N? Ich kann auch nicht hier alles abklappern. Da oben können wir auch nicht hin. Wir können es ja hier nochmal versuchen. Ich sehe das an. Das ist wieder irgendwo ganz raffiniert versteckt. Kann man nicht hoch. Hier haben wir den einen Buchstaben auch letztes Mal gefunden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, finden wir den anderen Buchstaben auch noch. Ganz so weit dürfte er ja nicht sein. Dann hätten wir noch eine Truhe, die wir ausräumen könnten. Eine gute. Eine verschlossene. Aber so wie ich das hier sehe, wird es hier nichts. Zweiten Rad. Oh, noch ein Artefakt gefunden oder irgendwie sowas. Beim letzten Mal ganz verpasst. Nun ja, also. Richtig gedreht? Warum ist hier alles dunkel immer? Ne, wir haben glaube ich nicht richtig gedreht. Wir müssen jetzt hier noch mal ist das falsch. Wir müssen nochmal die andere Seite drehen. Ja, zurück. Was haben wir denn hier? Dann ist es dir zu. Aber irgendeinen anderen Weg gibt es hier noch dann, ne? Das war der hier, oder was?
Oh, Leute, ey. Ich glaube, ich lasse es. Ich lasse das hier mit dem Buchstaben. Also, ich wollte ja eigentlich noch auf die Schnelle diese andere Truhe ausräumen, aber. Überspringen kann er hier nicht. Wo ist dieser verdammte letzte Buchstabe, der da fehlt? Wo ist der? Meistens sind die Sachen ja immer so schön versteckt da unten, ne? Aber irgendwie ist nichts da. Gut. Lassen wir das einfach. Dann lassen wir das einfach. Ich meine, ich kann jetzt hier natürlich auch in jeden Winkel reinklotzen, aber irgendwie. Was ist das hier? Quecksilber hängt oben rum. Wie ihr seht, hier findet ihr andauernd irgendwas. Nur halt das, was ihr sucht, findet ihr meistens nicht, weil das hier so groß ist alles. Hier waren wir auch schon mal. Da traue ich mich ja auch schon gar nicht mehr dran zu drehen. Also wenn es hier eine Möglichkeit gibt zum Drehen. Ne, gibt es ja auch gar nicht. Aber warte mal, Hacksilber mitgenommen ohne Ende. Also, man wird überall fündig hier. Mit den Buchstaben nervt mich aber wirklich hier mit dieser Truhe. Das ist echt irgendwie. Ich meine, so weit weg kann das ja gar nicht sein, dieses N. Was ist da oben oder was? Da kann man auch nicht hoch. Woher soll man denn hier alles wissen? Könntest du mal von der anderen Seite probieren. Das wäre noch mal eine letzte Chance. Oder da. Da lang irgendwie. Nee, aber von dort sind wir ja gekommen, ne? Ja, da haben wir den Stein reingelegt. Also die letzte Möglichkeit noch. Ich versuche es noch mal von der anderen Seite komplett hier um diesen Kreis herum. Und dann, um dort irgendwie was mitzunehmen, aber nein, das sieht hier nicht so aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe hier hin jetzt. Ich gehe hier hin. Thank you.
so ein Endgegner hier. Ja, das wird ja spannend, Leute. Können wir eigentlich auch am Ende mitnehmen, falls wir den erledigen, weil irgendwie, also das wird jetzt hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss es wieder irgendeinen Trick geben. Also das habe ich ja irgendwie, darauf habe ich ja wieder keinen Bock, ey. Das ist ja hier, das ist ja hier wieder. So, das mache ich jetzt noch einmal. Also wenn ihr an so eine Stelle kommt, wie ich jetzt gerade, dann macht ihr genau das, was ich jetzt mache. Und zwar das hier. Optionen, Einstellungen, Gameplay,
Auf Story-Modus wieder zurückschalten und okay, zurück. Ja, bestätigen. Weil diese Gegner halt unheimlich nervig sind und also mich persönlich, mir geht es schon richtig auf den Sack, ja. Also das ist. Wer weiß, ob wir überhaupt im Story-Modus schaffen. Das ist ja hier schon wieder, wo ist denn hier, wo hängt denn hier das Geld hier an der Decke so? Wo waren das? Das ist auch nicht mehr da. War das nicht hier? Auch nochmal leben, da könnte ich nochmal hinlaufen später. Buchstaben haben wir nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn jetzt packen. Ich nehme mir halt nur noch mal das mit, bevor ich das am Ende auch noch vergesse. Ach, das hat er jetzt auch nicht hier. Der Kollege hier auf dem Boden, der hatte doch auch immer so ein bisschen Hacksilber dabei. Das hat er jetzt mal nicht. Na gut, alles klar. Oh, da leuchtet doch was, oder? Hab ich was übersehen? Was war das? Ne, das war nichts. Da ist was. Ach, das ist da oben. Ja, gut, komm. Jetzt hier diesen Fehler. Haben wir den Falschen geholfen? Ich. Lass mich rein. Svartali Kufur. Svartali Kufur. Ja, also Leute, wir haben Svartali Kufur erledigt. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das hat. Zorn des Wolfes. Runenbeschwörung. Sie haben eine. Mal lesen. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenmenü im Clownbogen ausgerüstet werden. Halten Sie ihn gedrückt, um zu aktivieren. Das machen wir doch. Auswählen. Runenbeschwörung. Ja, genau. Ausrüsten. Zorn des Wolfes. Prima. Beschwört einen zusätzlichen Wolf. Können wir auch noch was mit den Fähigkeiten machen? Ja, sowas braucht man immer. Echt? Können wir jetzt gehen? Na, Junge, nicht so ungeduldig. Hast ja gesehen, was ich hier für einen Stress hatte. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja.
Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Na schön. Wir haben die Welt verlassen, Leute. Wir haben die Welt verlassen. Und, wartet mal. Wir schauen jetzt mal hier. Nein, da haben wir nicht genug Geld. Also wir sollen... Moment, das können wir auch nicht kaufen, das können wir auch nicht kaufen. Gut. Das Einzige, was mich jetzt hier noch interessiert, sind zu Tyrs Tempel zurückkehren. Der Sandschalenaufzug benutzen zum Boot. Ein Ausweg aus dem Tempel, den Zockschüchtern und das Licht mitnehmen. Okay, das haben wir alles geschafft. Wir gehen jetzt zu Tyrs Tempel zurück. Ja, Tyrs Tempel oder was auch immer. Das machen wir natürlich in der nächsten Ausgabe. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt zum Zusehen. Wie ihr seht, God of War ist alles andere als einfach. Man kann das nicht einfach mal so durchzocken auf die Schnelle. Das geht hier nicht so. Man müsste dann auch, ja, im Story-Modus kommt man halt hier leichter voran. Es ist auch ein absoluter Irrgarten. Man weiß auch manchmal gar nicht, wie man weiterkommt und wo man hinlaufen soll. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Abo da lässt oder auch mal einen Daumen hoch oder irgendwas kommentiert oder so. Also mir hat es, ja, auch wieder Spaß gemacht, aber definitiv. Also ist es jetzt nicht so mein ganz mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, das, es ist gutes Spiel, es ist super gemacht und alles, aber es ist nicht meine Welt. Also ich muss mich hier auch sehr schwer zurechtfinden irgendwie. Aber gut, alles Weitere seht ihr beim nächsten Mal. Ich sag jetzt an dieser Stelle auch mal Tschüss. Dann macht's gut, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, bye bye, ciao.